Hallo liebe Zuschauer, ich bin wieder für euch da und mache ich ein neues Video und genau zeige ich euch ein neues, sag mal, meine Arbeit. Wir haben einen Dindel und dann ist zu eng, ja? Also jetzt muss man dieser Dindel weiten, also dass etwas größer wird, ja. Und ich zeige es euch, wie man am einfachsten und leichtesten macht. Das könnt ihr selber machen. Also zieht sie einfach Dindel an. Und dann steht sie vor einem Spiegel. Und nicht die Reißverschluss oder die Schnallen zumachen, sondern auflassen, damit sie sieht, zum Beispiel, wie viel in diesem Bereich, wie viel ist das. Ja, ich zeige es euch auch auf Dindel. Und dann tut sie einfach so messen. Von da Reißverschluss bis Reißverschluss. Wie viel ist das? Und das tragt sie auf einen Zettel. Und so können sie dann am besten und einfachsten messen und weiter. Ja? Ich zeige es euch jetzt, wie es geht. Ich muss meine Kamera ein bisschen drehen. Lilly! So, wir haben jetzt Dindel und dann ist das zu eng. Ja? Wenn ihr Reißverschluss zumacht, dann könnt ihr nicht sehen, wie viel. Nehmt ihr einfach einen Stift, ja? Einen Strich hier. Ich hoffe, dass man sehen kann. So mache ich ein bisschen dicker. So. Lasst ihr euch Dindel, also lasst ihr an oder vor Spiegel oder jemand euch helfen soll. Dann von hier, ja, Reißverschluss. Bis Reißverschluss, nehmen wir an, so viel ist zu eng hier, ja, geht nicht zu. Sag mal, das ist 4 cm, dann schreibt sie 4 cm. Dann einmal hier in der Mitte. Da könnte es etwas, manchmal bei manchen Kunden oder bei manchen Menschen ist weniger, bei manchen mehr. Dann tragt sie auch, jetzt nehmen wir auch, da ist 3,5 cm. Und oberweit, hier ganz am Schluss, manche halt weniger oberweit, manche viel, also je nachdem. Schaut sie auch, wie viel ist das. Dann 5, meinetwegen. So, alles was ihr gesehen habt, so könnt ihr nachmachen und dann nachher, wenn es fertig ist, passt ganz genau. Jetzt tue ich das weiter auf meinem Tisch bearbeiten und dann könnt ihr sehen genauer und machen wir weiter dann. Bis gleich. Okay, diese Dindel muss man, also ich habe aufgeschrieben, ist vom Kunde, so muss weitergemacht werden, also unten 7 cm, der Mitte 5 und ganz oben 4 cm, ja? Kann man das sehen und so machen wir das. Jetzt haben wir den Maß, Reißverschluss tun wir ganz auftrennen, aufmachen, nicht auftrennen. Tut sie erst unten diese 2 Nähte, beide Seiten und Seitennaht auftrennen, ja, das ist unten, oben auch, also das ist ganz einfach, wenn man selber versucht, klappt ganz gut, ja, dann haben wir aufgetrennt und könnt ihr nehmen, ich benutze, ich habe in meinem anderen Video auch gesagt, ich benutze Seife, weil die Kreide ist echt, geht nicht, oben haben wir gesagt 4 cm, ja, also da muss ihr achten bitte, 1 cm nehmen von einer Seite, ja, 1 cm und der Mitte ist 5 cm insgesamt, so 1,2 cm ungefähr, weil von halbe Millimeter, halbe
kann man nicht. Und unten 7 cm. Das heißt, eins Komma zwei nehmen wir wieder. Okay. Ich tue mal das durch. So, hier ist ein bisschen gerutscht, das Schiff, aber das kann ich dann beim Nähen korrigieren. Nur, dass ich euch zeige. Also 1 cm haben wir hier genommen, ein bisschen mehr, 1,2 cm hier und hier 1,7. Also, aber wir brauchen hier 4 cm, also 1 und 1 ist 2. Und dann von die andere Seite, Nahtenseite, ja, jetzt haben wir die Seite und dann machen wir andere Seite auch gleiche. Also da ist auch wieder 1 und 1, 2 und 4, ja. Nicht, dass ihr auf einmal hier 4 nehmt und dann da auch 4, dann wird ein Sack. Ich tu mal den Naht wegtrennen. Ich mache nur eine Seite, das ist ein kurzes Video, wird das euch zeige. Und dann, ich könnte es nachmachen, dann die andere Seite auch einfach. Natürlich, der Rock muss auch entsprechend enge gemacht werden. Das ist jetzt die Oberteil von Dinde. Die Fäden tue ich dann nachher sauber machen. Also nicht ganz bis Schluss, sondern so 1 cm oder sowas lässt sie ein, wegen dann nachher, damit das gescheit sitzt. Kann man sehen, hoffe ich. Ja, jetzt haben wir aufgetrennt und wieder genäht und schau mal, jetzt messen wir. Es muss 2 cm oben sein. Genau, setze bis Millimeter 2 cm. Ja? Und dann in der Mitte auch. Und unten muss auch 3,3. Genau. Also ungefähr 3,5 cm ist das. Und 3,5, 7 cm wird das. Oben tut sie eine kleine Naht setzen, damit das auch so bleibt. Okay, dann kommen wir unten. Den Rock. Jetzt Oberteil haben wir weiter gemacht. Jetzt tun wir den Rock auch weiter. Da brauchst du nicht ganz wegtrennen. Diese Naht, ja, das ist Oberteil und das ist der Rock. Reicht, wenn sie so 10, 15 cm wegtrennt, das reicht. So, entweder ihr macht das so und dann habt ihr die Naht und gleich fängt sie hier an. Oder ihr könnt auch wieder markieren. 1,2 oder ja 1,2. Bei, in meinem Fall, bei euch muss ja dann schauen halt.
langsam den Naht verbinden in Halte. Ja, hier war Halte Naht, habe ich hier angefangen, da wo ich brauche, und dann langsam einen Verlauf und dann die auf alte Naht, damit das wieder eine gerade Linie ist. Jetzt tun wir das wieder zusammennähen, den Rock und den Oberteil. Kann man sehen. So, unten schaut sie das umklappen tut. Nähte auf, umklappen. Und man sieht, wo man aufgetragen hat. Dann wie das ist dieser Naht, wo Oberteil und den Rock verbindet. Das ist da. Hier. Also jetzt ist eure Dindel weitergemacht worden und dann könnt ihr anziehen. Schön gescheit bügeln, ja, das aufklappen. Was ist mit meiner? Ich habe seit Tagen Probleme mit dieser. Oh mein Gott. Das läuft und läuft und läuft. Okay Leute, tut mir leid, also irgendwie mit dieser Gerät, keine Ahnung, geht's immer nicht, ich komme nicht so klar. Auf jeden Fall, ihr tut sie dann gescheit glatt bügeln und eure Dindel ist weit gemacht worden und könnt sie anziehen. Dann mache ich jetzt andere Seite, aber das brauche ich nicht filmen und zeigen. Ich wollte euch einfach kurz mal zeigen, was Neues. Okay, danke fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Frage habt oder sowas, könnt ihr in Kommentare schreiben. Bis unser nächstes Video. Auf Wiedersehen. Oder wiederhören. Danke. Ciao.